Nochmal herzlich willkommen an alle Anwesenden. Wir haben heute den Swiss Manager Einführungskurs mit dem internationalen Schiedsrichter Kaveh Christoph. Und viel Spaß mit dieser internen Fortbildung der Chessboards Association. So, ich bin hier auf der chessresults.com-Seite. Entweder man gibt die Swiss Manager-Seite direkt ein oder hat auch auf chessresults hier einen Link zum Swiss Manager. Da befindet man sich dann in der Seite des Swiss Managers. Da oben sind halt dann die Shortlinks dann zu den Seiten. Da steht ein bisschen eine Information. Tatsächlich für uns interessant ist der Download dann beim Bestellen, nur halt je nachdem, welche Version man haben möchte, sozusagen. Da gibt es an sich zwei mögliche Versionen. Eine Lite-Version, mit der man auch schon relativ weit kommt, oder aber auch die Vollversion. Beides jetzt nicht, sage ich mal, extrem teuer. Also von daher. In diesem Beitrag sind dann auch alle Updates inkludiert. Das heißt, wenn sich eine Programmänderung ergibt, dann ist die vom Heinz Herzog automatisch inkludiert, ohne Aufpreis. Das gleiche mit den Elo-Listen, die er zur Verfügung stellt. Ja, also ich bin hier jetzt dann beim Download. Da sehe ich auch schon, welche Version derzeit zur Verfügung steht. Das ist vom 24. Juli 2022. Ich werde nachher dann bei den Elo-Listen eventuell nochmal kurz darauf eingehen, dass das ein Thema sein kann. Einfach einen draufklicken,